Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von God of War Ragnarök. So Leute, wie es weitergeht, einfach mir jetzt Abo und Like. Gehen zu wollen. Sollen wir? Boah, was ein Muskel. Hierher, hat. Brombeer. Wie Rock Johnson, ey. Also Dwayne Johnson. Gefallen dir die sanften Wellen, Kleiner? Dein Vater und ich fahren oft über diesen Fluss. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Wir leben tief im Wildwald. Dem schönsten Wald in ganz Midgard. Hier ist es sicher. Und sehr ruhig. Es gibt reichlich Wild. Und es wird dir an nichts fehlen. Ganz in der Nähe traf ich deinen Vater zum ersten Mal. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Doch inzwischen ist er sanfter. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Atreus ist unsere Zukunft. Beschütze ihn, Kratos. Beschütze unseren Sohn. Thank you.
Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Es klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt, aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also, Großvater will dich sehen. Oh, Wille, klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Das kann gut sein. Ihr zwei. Was ist da drin? Milchquark. Ist für Mama. So will er helfen. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. So, wie spielen wir jetzt wieder Atreus? Oh, man hat gesehen, Kratos zeigt mir viele für seinen Sohn. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Berserker Auferstehungsstein? Nee, komm mal, geh mal weg, Alter. Sifs und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Alter, so ein großes Pit braucht Thor? Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge getan werden. Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen? Um ihn geht es nicht. Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich.
Fenster. Hm, nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Hoffentlich bittet er mich nicht, das hier zu ordnen. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Loki, komm her. Ich hab's endlich verstanden. Ja, hast du Ymir getötet, nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals, nach Ymirs Tod, da sah ich etwas. Den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, Vater! Du willst nicht ohne das hier, die klirrende Kälte Helheims, betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir mein, ich mein Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Gut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim war. Ah, wir machen das Beste draus. Nach Helheim. So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Ja, tschüss, du Arschloch. Finden wir das Massaker. Alter. Genau, wo ich Arschloch sage, sagt das Mädchen endlich auch Arschloch. Endlich kann ich mich an der Seite des echten Valkyrie-Experten erproben.
Zunächst einmal sind Hehlläufer nichts im Vergleich zu Walküren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Hehlläufer, deine Chance! Übrigens glaube ich dir, dass du die Walküren besiegt hast. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb oder die Verwüstung in Midgard verursachte oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Weiter. Mehr Hehlläufer! Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Ich muss ja sagen, diese Krieger sind nicht so schwer zu bezwingen. Also, welche anderen Verbrechen hat mein Großvater verbrochen? Mal sehen. Er hat Vanahim verwüstet, Tyr gefoltert, Droa ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Es waren Freya und Mimir. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein. Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Wer hat wer jetzt? Wer hat denn wer recht? Sackgasse. Hier hat die Maske uns hingeschickt. Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Siehst du? Mehr Hehlläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Alles gut, oder? Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber wir nicht. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wer jetzt recht hat. Aber ich glaube, dass du eine tolle Walküre wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen, auch wenn sie mir echt Angst macht. Jetzt? Müssen wir einen Maskenteil finden.
Nein. Nee, das ist scheiße. Geht's auch nicht weiter. Was jetzt? Weiß nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, was wir brauchen, ist hier. Wirklich einen Bogen? Den kriegt man schnell. Gut zu schießen, das ist schwer. Vielleicht zeigst du es mir. Die erste Valkyren-Bogenschützin. Abgemacht. Sie ist durch den Boden gebrochen. Vielleicht unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Jetzt laufen wir. In eine Gruppe Heelläufer. Erledigen wir sie. Ich bin noch nicht fertig. Vorsicht, Loki! Selber Hopper! Sehr, sehr gruselig. Kaulbach! Okay, was ist da? Scheint noch mehr Klingstein zu sein. Schaffst du das? Sehr gut. Weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Es muss noch einen Weg geben. Augen auf. Was sagt die Maske? Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Warte, hier lang? Klar. Veräppelst du mich etwa? Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. So. Maske? Wir müssen wohl hier durch. Lass mich das übernehmen. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin?
So. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Also, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Als würde er mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff. Tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du es weißt. Du kriegst es raus. Ja, wie soll ich jetzt hochkommen? Holz? Ital. Oh Mann. Wo lang? Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt, aber natürlich ist er versperrt. Vielleicht wollen sie die Leute draußen halten. Oder etwas darin. Man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Sehr gut. Warum wolltest du Walküre werden? Das war nicht immer so. Nach einem Streit mit Mutter ging ich los und sah sie trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wo sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Also, wohin jetzt? Wir müssen wohl hier durch. Und dank des Trainings kann ich... Zu schwer. Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach, aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Ja. Zu schwer. Nicht schlecht. Ich weiß. Wie gesagt, die Walküren kämpfen zu sehen, so viel Kraft und Stil, ohne Kompromisse, hat mir klar. Zum ersten Mal sah ich meinen Weg ganz deutlich. Ja, Zeug, interessiert mich nicht. Leider müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert's? Finde deinen eigenen Weg, so wie wir es hier machen. So, weiß ich.
jetzt? Achso, da. Oh. Seite, Hänfling. Die hier klemmt auch. Aber sie lockert sich schon. Ich spüre es. Sie bewegt sich wirklich. Sie bewegt sich wirklich! Ja, was soll ich denn machen? So. Geschafft! Sieht so aus. Legen wir los! Sauber! Wir sind ein gutes Team. Ja. Wohin jetzt? Ja, wohin? Wir müssten wohl da durch. Ist aber versperrt. Ich könnte sie bewegen. Aha! Kommst du jetzt hoch? Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Ich warte hier. Ich komme da nicht so elegant rauf wie du. Jawohl. Ingrid, war ich zu grob wegen ihres Großvaters? Sie sollte die Wahrheit wissen, oder? Ja. Schätze ich auch. Hey, sprichst du mit mir? Nein. Ich spreche mit Ingrid. Aha. Tja. Ich warte. Hm. Agent Jerry Crew. Sohn des Wolfes? Dem Wolf lieber, das ist besser. Mal sehen, von wo aus kann ich die Kiste besser sehen? Da. Geschafft! Ich sollte zurück. Hey, hey, was ist da draußen los? Geht's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt. Hold up!
Scheiß Hexe. Gut, der Weg ist frei. Los geht's. Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Sorry, ihr wisst Bescheid. Los geht's. Wir sind so nah dran. Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Sehen wir hier gerade dasselbe? Vielleicht ist er aus gutem Grund angekettet. Ich kann fühlen, was er fühlt. Er ist so ein Riesending. Oh, er will Scheiße. Einfach nur frei sein. Das Teil muss hinter ihm sein. Vertrau mir. Gut. Zuerst das Schloss, das nicht in der Nähe der Zähne ist. Also. Schläf tief und fest. Auf zum nächsten. War noch einer unter seinem Fuß. Achtung! Gern geschehen, räudiger Köter. Sehen wir in der Kammer von ihm nach. Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Throod, warte. Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Throod. Alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Du unfassbar, unfähiger Volltrottel! Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen. Von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut! Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Find es doch heraus. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater.
Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los! Versuch dein Bestes. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes, wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Ja? Das hat er. Wow! Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Ugin! Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Allvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Wohl kaum. Und du, Loki von den Jötnar, deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst... Nein, im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon... rührend. Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Meine Mission verlief recht gut, Allvater. Der besprochene Gegenstand ist da. Die Maske hingegen, nun ja, sie sind ja nur Kinder. Die Erwachsenen müssen jetzt reden, Loki. Geh lieber spielen. Was für ein Arschloch der ist. Ich weiß, dass du zuhörst, Loki. Es dauert nicht lang. Geh bitte. Er sagte, geh schon. Schwer vom Begriff? Ich scherze nicht, mein Sohn. Geh, ich komme gleich. Nochmal. Jetzt wird die Sache aber seltsam. Wusstest du, dass er so seltsam ist, als du ihn einlodst? Wie interessant, ey. Vielen Dank auch. Throod, ich will es nicht hören. Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich mach's wieder gut. Ich schwöre. Ich will jetzt nicht reden. Da weißt du was, dann jammer rum.
wissen, was passiert. Sie hasst mich, Thor. Mein kleines Du kannst mich nicht länger hintergehen. Sie hinter meinem Rücken ausbilden? Sie wird das tun, was sie will. Sollte ich nicht wenigstens helfen? Wissen, wohin sie geht? Ob sie aufpassen? Nein, ich will, dass wir zusammenarbeiten. Ich will, dass du einmal hinter mir stehst. Du ruinierst das bisschen Beziehung, das mir mit ihr noch bleibt. Ich tue mein Bestes, um diese Familie zusammenzuhalten. Wenn dem so wäre, dann würdest du dich deinem Vater endlich mal widersetzen. Du hast recht. Liebster. Nein. Du hast recht. Was bin ich für ein Vorbild? Das Einzige, was ich dieser Tage schaffe, ist wohl, alles um mich herum zu zerstören. Wir brauchen dich einfach hier. Ich brauch dich. Allein schaffe ich das nicht. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Dann sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.